Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zur fünften Einheit begrüßen. Heute beschäftigen wir uns mit Zitaten. Und zwar die Problemstellung, wie kann ich ein Plagiat vermeiden? Früher mag vielleicht einmal Copy and Paste möglich gewesen sein. Mittlerweile unter der Ägide des Urheberrechts gibt es hier sehr klare Regelungen. Schauen wir uns diese einmal an. Wir wissen Werk und Urheber. Ein Urheber kann jeden anderen von der Nutzung seines Werkes ausschließen. Das Urheberrecht selbst ist nur vererbbar. Die Verwertungsrechte an einem Werk können übertragen werden, nicht jedoch das Urheberrecht selbst. Das bedeutet, dass alle, die nicht berechtigt sind, auch nicht berechtigt sind, das Werk zu nutzen. Allerdings mit einer Einschränkung. Wir befinden uns wiederum im Bereich der sogenannten freien Werknutzung. Diese freie Werknutzung, wo auch die Zitate zuzuzählen sind, sind nämlich von der Notwendigkeit der Erlaubnis der Nutzung seitens des Urhebers ausgeschlossen. Das bedeutet, das Zitat ist die Verwendung eines an sich fremden Werkes oder zumindest eines Teiles davon. In diesem Werk oder im eigenen Werk, und zwar in Bezug auf dieses fremde Werk, das zitiert wird, ist ganz wichtig, immer auf den Urheber hinzuweisen. Denn bereits § 20 URHG sieht vor, dass der Urheber ein Recht auf die Namensnennung als Urheber bei seinem Werk hat. Die Zitate finden wir grundsätzlich in § 43 fortfolgende. Wir haben zuerst freie Werknutzung an den Werken der Literatur, kleines und großes Zitat, dann freie Werknutzung an der Tonkunst, Musikzitat, kleines und großes Musik-Literatur-Zitat, also das Zitieren von Textpassagen und nicht von einem Lied als solchen, und dann noch das sogenannte wissenschaftliche Zitat. Kleines Zitat der Literatur. Es ist an sich zulässig, einzelne Stellen eines fremden Werkes in einem eigenen Werk aufzunehmen. Wie dieser Umfang dieser Zitate sein darf, ist immer vom Umfang des Hauptwerkes, also des eigenen Werkes, wo zitiert wird, abhängig und ist letztlich damit im Einzelfall zu beurteilen. Jedoch kann mit Sicherheit gesagt werden, dass ein unter Anführungszeichen eigenes Werk, welches letztlich nur aus Zitaten besteht, sicher nicht zulässig ist und natürlich auch nicht wissenschaftlich sinnvoll. Ein großes Zitat der Literatur gibt es im wissenschaftlichen Bereich, wann nämlich ein zitiertes Werk zur Gänze in ein anderes Werk, in das Hauptwerk, aufgenommen wird. Das Hauptwerk muss hierfür ein wissenschaftliches Werk sein und der Umfang des Hauptwerkes muss diese Aufnahme rechtfertigen und überdies muss das aufgenommene Werk zur Erläuterung des Hauptwerks dienen. Das heißt, hier haben wir schon sehr klare Einschränkungen. Dafür war auch ein sehr großes Zitat natürlich. Ähnlich auch Musikzitat in Werken der Tonkunst. Einzelne Stellen eines bereits erschienenen Werkes, also auch eine Melodie, darf in einer anderen in einem anderen Werk des Tonkunst verwendet werden. Umfang der Zitate ist auch hier zulässig vom Umfang des entsprechenden Hauptwerkes. Davon zu unterscheiden ist eben das Musikzitat in der Literatur. Auch hier haben wir wieder ein kleines und ein großes Zitat. Hier kann ich auf die Ausführungen zum Literaturzitat an sich verweisen. Und es geht hier im Prinzip darum, wie weit es zulässig ist, Textpassagen aus einem Werk der Tonkunst in ein anderes Werk einzubauen und dort eben zu zitieren. Weiters gibt es dann noch das Zitat von Werken der bildenden Kunst, betrifft eben die Aufnahme von Werken der bildenden Kunst in einem Zitat oder beziehungsweise als Zitat in einem Hauptwerk. Es geht hier beispielsweise um Werke, die abgebildet werden in einem wissenschaftlichen Werk, beispielsweise über diese Kunstepoche oder vielleicht auch über diesen Künstler. In a nutshell, das Zitat ist eine Form der freien Werknutzung und beschränkt damit letztlich das Recht des Urhebers. Grundsätzlich ist ein kleines Zitat immer zulässig. Große Zitate sind an sich nur im Rahmen von wissenschaftlichen Werken zulässig. Zu beachten ist überdies noch, vor allem wenn Sie wissenschaftliche Arbeiten abfassen, dass es sehr viele Zitatrichtlinien gibt. Also nach welchen Kriterien muss ein Zitat aufgebaut sein und wie muss die Namensnennung ganz genau erfolgen. Hier beispielsweise darf ich Sie auf die sogenannten AZR verweisen, die sehr großen Anklang finden, vor allem im rechtswissenschaftlichen Bereich, die ich Ihnen hier auch entsprechend verlinkt habe. Hier können Sie mal sehen, wie zum Beispiel Bücher, Sammelwerke, aber auch Homepages zitiert werden. Damit bin ich am Abschluss der heutigen Einheit und bedanke mich einmal mehr für Ihre Aufmerksamkeit.